Drake war nicht nur in der Serie der Beliebtere, sondern auch im echten Leben. Während er der gut aussehende Frauensperm war, der ständig auf irgendwelchen Hollywood-Partys ist, war Josh durch sein Gewicht und sein Aussehen eher der Normale, der nicht so viele Fans hatte. Das sieht man auch daran, wie viele Nick Choice Awards Drake bekommen hat. Er war oft für den Award nominiert und gewann ihn auch ein paar Mal als bester Hauptdarsteller, während Josh nie einen bekam. Da Josh aber nicht mehr länger nur den lustigen Dicken spielen wollte, fing er an, von Staffel zu Staffel abzunehmen und sich auf ein Leben nach Drake und Josh vorzubereiten. Während Drake nach dem Serienende weiter mit Nickelodeon zusammenarbeitete und noch ein paar Filme drehte, die nur mäßig erfolgreich waren, wurde Josh immer erfolgreicher. Er drehte immer mehr Filme, in denen er die Hauptrolle bekam, und auch sein YouTube-Kanal ging durch die Decke.